Der Glan entspringt im Saarland, fließt dann durchs Glantal, Glan Münchweiler, Alten Glan, Lauterecken, Meisenheim, Rehborn, Odernheim und fließt hinter Odernheim in die Nahe. Und da geht es dann weiter, die Nahe fließt dann in den Rhein. Es gibt hier ein paar ansässige Kanu-Vermieter. Ich weiß gar nicht, was die jetzt machen, die haben natürlich auch eine schwere Zeit. Voriges Jahr habe ich gesehen, dass sie vermietet haben. Dieses Jahr habe ich noch keine Kanus auf dem Wasser gesehen, aber es ist noch früh. Wir haben ja erst Ostern. Ja, vor uns ist jetzt schon die Glanbrücke an der Gaststätte zum Radler. Das wird hier heute mein Ausstieg sein. Kleine Tour, erste Tour auf dem Glan. Ja, wenn ich nur unfallfrei aus dem Wasser komme, dann war das alles schön, alles schick. Werde ich wiederholen, weil von der Logistik her funktioniert das hier super. Ich hebe jetzt mein Boot hier raus, habe ein Schloss dabei, bin nicht das irgendwo an der Baum. Dann hoffe ich, dass mein Fahrrad noch da ist. Dann fahre ich mit dem Fahrrad zum Auto und hole wieder das Boot.
Jetzt schauen wir mal. Da unten liegt's. Alles noch da. Gibt doch nur ehrliche Menschen auf dieser Welt. Man braucht sich keine Gedanken machen. Alles funktioniert so, wie es sein soll. Schön Lichter da, der Clan. Jo, da ist es. Bisschen verdreckt hier von dem Schlamm an der Uferböschung. Ich baue das zu Hause nochmal auf. Dann wird es nochmal schön sauber gemacht. Hab ja Zeit, ne? Ja, und das hier ist die Zeltwiese. Und im Sommer sind hier jede Menge Kanu-Trailer von den verschiedenen Vermietern. Manche zelten dann auch hier, übernachten, fahren dann weiter. Ja, da liegt das gute Stück. Wie es ausschaut, war auch niemand dran. Ja, dann werden wir zusammenbauen. Ich habe jetzt zusammengepackt. Das ist jetzt noch übrig geblieben von dem ganzen Gerödels, was ich dabei hatte. Passt alles auf diesen Wagen. Und jetzt laufe ich zum Auto, pack alles ein und fahre wieder nach Hause. Was für ein Wetter. Strahlend blauer Himmel. Die Sonne scheint. Was will man mehr?